Meine Damen und Herren, ich bin zwar die ganze Zeit am Bauen von der Fabrik und so, aber ich habe gerade was gesehen. Terraforming-Stufe ist voll. Nächster großer Meilenstein wurde erreicht. Und gerade geht es aber gehörig ultra langsam voran. Guck mal, 0,0% die ganze Zeit. Aber liegt das daran, dass das noch nicht kommt? Ist Amphibien das nächste Update erst? Also ich bin ja ultra lahm ansonsten am Steigen. Wir haben aktuelle Stufe aktuell, wir haben Fische. Wir haben Fische. Ich habe das Aquarium eben freigeschaltet, weil wir hier drüber geschossen sind. Leiterblasen 160, hier 175, das dauert ein bisschen. Wir haben 140. Aquarium erzeugt Tiere. Muss ich gucken, wie wir es herstellen. Schmetterlingsding muss ich auch noch machen, aber ich bin immer noch bei der Fabrik. Mutagen, Tier 3 haben wir mittlerweile. Kann verwenden, um Fische im Inkubator herzustellen. Jetzt geht's langsam ab. Okay, wir gucken mal. Chat sagt übrigens, nein, der hat nichts mit dem Update zu tun. Das geht nur ultra lahm, weil die nächste Stufe richtig viel Saft braucht. Und damit wir jetzt überhaupt progressen können, damit jetzt überhaupt irgendwas geht, muss die Fabrik laufen, damit wir massig, nicht nur Erzextraktoren, die machen ja auch was für, stimmt, die machen ja auch einen Terraform-Fortschritt. Wie viel haben wir eigentlich gerade insgesamt hier? Bin mir gerade nicht ganz so sicher, 7,54, also Luftdruck und Wärme machen ja auch die Erzextraktoren nochmal. Aber damit wir jetzt überhaupt irgendwie signifikant vorankommen, müssen wir, glaube ich, massiv viele Maschinen machen, viele Heizungen. Ich hoffe, die Tier-5-Heizung kommt bald. Tier-5-Bohrer kommt bald. Massig viel müssen wir machen und dafür brauche ich massig viele Ressourcen, weil wir müssen jetzt, keine Ahnung, 100 von denen machen oder 1000 von denen. Und dafür brauche ich ganz viele Ressourcen. Und das alles händisch zu machen, ist eine reine Qual, deswegen, ja. Auf geht's, Produktion. Ich habe jetzt hier wieder neue Stäbe für Extraktoren. Jetzt geht's ab. Ich habe so viel Stäbe. Ich kann einen Erzextraktor machen hier. Ich kann hier vorne im Iridium nochmal einen, im Uran und nochmal einen Superlegium. Ich kann alles auf einmal machen. Und ich kann auch einen neuen Fusionsreaktor, glaube ich, machen, weil Energy reicht dafür nicht. Oh mein Gott, wie das runtergeht. Nein, wir machen neue Fusionsreaktor. Superlegierung, Pulsarquarz. Und dann muss ich leider nochmal hochgehen, das einsammeln. Ich zeige euch, wo wir den hinbauen. Wahrscheinlich wieder in unsere Homebase, aber dann hinten, ja. Aber wir können uns zwischenzeitlich immer mal so einen Autocrafter umstellen. Soll ich den einfach mal machen? Superlegierung, please. Ja, ich lasse den einfach durchlaufen hier, Leute. Das geht. Check, und mit den Pulsaren, die habe ich drüben. Jetzt kommt ein neuer Fusionsreaktor, das ist super wichtig. Und dann wieder Erzextraktor. Mehr Iridium, mehr von allem. Ich bin gerade im Bauwahn. Eins nach dem anderen. Und es geht immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller am Ende. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, er fällt mir gerade ein. Ich muss noch die anderen Dinger machen, die einsammeln. Die Absturzstelle, wo ich nicht mehr einsammeln konnte. Das muss ebenfalls noch gemacht werden. Hier, ich mache jetzt die hier vorne hin, ja? Zack. Nochmal 1450 Saft ging drauf. Und jetzt haben wir Platz wieder für alle Extraktoren. Wie gut. Wie unfassbar gut einfach. Es bockt. Dann merkt man so Stück für Stück, wie die Produktion so langsam mehr und langsam mehr und langsam mehr und langsam mehr und langsam mehr wird. Hier liegt ja noch rum. Da, Pulsarquarz. Ja, dieses Kamur, das ich nicht gefunden habe. Teilweise liegt noch in der Luft hier. Okay, gesammelt. Ja, ja, ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend und wichtig. Ich nehme alles mit. Sehr schön. Meine Damen und Herren, ich habe gerade den Uranminer gesetzt. Ich wollte im Rückweg jetzt noch Superlegierung machen. Ich habe noch einen dritten bei Iridium. Einen vierten bei Iridium. Ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Und deswegen habe ich gesagt, ey, lass mal aufsparen, das Kisten sammeln. Weil, je nachdem, was ich freischalte, umso besseres Zeug findet man halt. Guckt euch das mal an. Drei Raketentriebwerke, kann ich wieder direkt drei Drohnen machen und so. Also, da sage ich nicht nein, so, ne? Uranminer war chillig da vorne. Das war die nächste Quelle, die wir hatten. Und jetzt geht es erstmal wieder zurück. Ich bin zwar immer noch im Fabrikbauen, aber Chat hat gesagt, wir sollten und können doch trotzdem schon mal das Schmetterlingsding bauen. Ich habe das währenddessen freigeschaltet. Die Schmetterlingsfarm, die soll recht cool aussehen. Ich würde die mal hier zur Seite packen, ja. Und da muss ich aber auch Schmetterling reinballern. Wahrscheinlich hier so ein Ding raus. Die Larve. Und ich glaube mal, dass... Warte mal ganz kurz. Macht die Larve Insekten 20 pro Sekunde, Insekten 75. Okay, gut. Wir sollten das dringend umlagern. Hier draußen ist es effizienter, wenn wir hier die reinpacken. Dann fliegen hier unten noch ein paar Schmetterlinge rum und ich kann ja hier oben jetzt noch eine andere Larve reinpacken, die das meistert. 230. Die hätte 230. Die kann ich jetzt hier reinmischen zu den goldenen. Ich glaube, langfristig sollen wir das sowieso so machen, dass wir... Hier haben jetzt einen kleinen Misch drin, dass wir für die goldenen so ein Schmetterlingsding haben. Aber wir können ja mal gucken, das Ding macht jetzt gerade wie viel...
1130, oh mein Gott. Das hat meine Schmetterlingsproduktion von 600 auf 1500 erhöht. Mehr als verzweieinhalbfacht haben wir unsere Sektenproduktion. Wir sind auf 10 Tonnen. Wollen wir hoffen, dass es ein bisschen schneller hochgeht. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Aber wir müssen auch bald gucken, wegen Projektlänge und so, bald geht Create los, dass ich nicht zu lang und nicht zu kurz hier bin. Für den aktuellen Zwischenschritt würde ich sagen, wir haben nochmal 5 Triebwerke. Wir haben 5 Eisen und 5 Leiterplatten, die sind hoffentlich oben. Wir machen nochmal 5 weitere Drohnen für den Laden hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich hoffe, dass ich nochmal weitere Wracks looten kann. Aber fürs Erste, Achtung, get ready. Hier muss ich klicken. Die haben alle reingepasst. Alle reingepasst, alle Drohnen unterwegs dann bald. Hier, ich habe noch Energieding gestellt, ne, wir haben noch ein bisschen übrig, das passt auch. Leute, es läuft. Gerade läppt es einfach. Alles. Ach so. Und wir können ruhig gucken, wir müssen Bakterien nicht hier reinpacken. Wir können da ruhig einen Teil vernichten wieder, aber ich muss das wieder manuell jetzt gleich einstellen. Denn bei Bakterien gibt es ja keine Beiprodukte. Also muss ich das nicht vernichten, dann stoppt zum Zweifelsfall einfach nur die Produktion. Und würde nicht negative Konsequenzen haben. Also ich werde jetzt nochmal rausmachen, wieder neu eintragen. Leider kann ich das nicht einzeln löschen. Weder links, rechts, klick geht nicht. Ich muss die ganzen Materialien jetzt nochmal händisch eintragen. Ich dachte schon, wir sind bald fertig oder so. Aber das Game hat noch so viel, was es zu bedenken gibt. Ich muss meine Algen-Setup-Anlage umbauen. Weil wenn ich Algen rüber transportieren will, wenn ich automatisch Dünger herstellen will. Ich bin gerade bei meiner Düngerproduktion, Leute. Und ich habe dafür Folgendes gemacht. Es ist ein bisschen witzlos, wenn wir nur so einen halben Wasserbereich haben, um Algen zu züchten. Ich bin jetzt ins Wasser gegangen und habe hier eine große Plattform gemacht. Eine etwas größere Plattform gerade mal. Und hier kommt ein Bauernhof drauf. Ich habe Bienen geholt, ich habe Dünger geholt, Superlegierung, alles, was das Herz begehrt. Und ich packe jetzt mal diesen einen Bauernhof mittig hier drauf. Farming on Mars gab sogar ein Team Advancement. Weil der Autocrafter, der kann sich hieraus jetzt Auberginen holen. Um dann zusammen mit Algen, um dann zusammen mit, was weiß ich, und Schwefel, das muss ich noch herbringen. Das heißt, ich müsste hier einen Schrank noch hinstellen, wo Schwefel eingelagert wird. Daraus wird dann Dünger in Massen. Und ich muss mal ganz kurz auf das Feld gucken. Kann ich hier, ja, hier muss jetzt so ein Auberginensamen rein. Und ich vermute mal, dass hier schneller Auberginen wachsen, oder? Ich hoffe mal, hier sind sogar Insekten drauf. Ich hoffe, hier wachsen schneller Auberginen als in einem Nahrungszüchter. Bitte sag ja. Ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten brauchen. Wir haben jetzt halt ein Problem. Wir sollten mal die Teile hier mal mitnehmen. Das ist jetzt ein Autocrafter. Und hier vorne muss ich die jetzt etwas dicht aneinander kloppen. Weil hier muss ein Schrank drauf plus 2 Autocrafter, ja. Und ich würde das einfach mal so nach hinten stellen. Ein Autocrafter hier hin. Dieser stellt her erstmal, ich kann ja mal kurz das Bakterien pausieren, weil da haben wir genug. Dieser stellt Dünger her. Kann natürlich nicht. Dann mache ich jetzt hier einen Schrank nochmal. Der steht auf dieser Seite. Und hier Nachfrage nach Schwefel. Das heißt, wenn Lager voll ist, also überschüssig an Schwefel kommt hier rein. Hier werden hier pflückt ihr direkt Auberginen raus. Und von außen rum pflückt ihr direkt Algen. Ich tauche mal ganz kurz hier runter. Sammle mir alles ein, was jetzt gerade hier schon wieder keine Miete zahlt. Wir nehmen den Algendude mal mit. Und ich werde dann mal, hallo, mir das Stack. Mehrere Algengeneratoren, glaube ich, im Umkreis platzieren. Ich kann gerade nicht sagen, wie weit die Range jetzt hier schon wieder wird, aber ich hätte es jetzt mal gesagt, so vielleicht. Und ich werde noch mehrere davon bauen. Ich hoffe mal, die können sich ein bisschen überlagern. Dann darf ich das Wasserding nehmen, auch abbauen. Den schiebe ich ebenfalls hier rüber. Den würde ich jetzt einfach mal hier so hinpacken oder sowas. Der sammelt Wasser und der kann jetzt hier locker noch darauf zugreifen. Damit habe ich jetzt erstmal Dünger automatisiert. Muss halt noch wachsen hier, ist ja klar. Aber ich werde noch weitere Algen machen und noch einen zweiten Crafter hinstellen für natürlich Bakterien. Und dann kann ich von dort Bakterien und Dünger wegschaffen. Ich kann die eintragen, Achtung, Angebot, Dünger. Und der Dünger würde ins Lager geliefert werden. Oh, nee, das ist Schwachsinn. Der Dünger würde ins Lager geliefert werden, so. Hat er was hergestellt? Der hat schon einen hergestellt! Dünger ist drin. Dünger wird abgeholt. Ab ins Lager, da fliegt die Drohne zurück, die sofort gekommen hat, es abgeholt. Und damit haben wir Dünger automatisiert. Das war immer so nervig zu machen. Jetzt geht's hoffentlich.
Ich bin gespannt, wie schnell das hier wächst, das weiß ich nicht. Ich bin am Überlegen, hier drüben nochmal so einen Garten hinzubauen. Habe ich zwei Gärten, zwei Algensammler oder drei Algensammler. Ich hau jetzt hier alles voll. Die Algensammler kosten nicht so ultra viel, kriegen wir hin. Und bei mir sind 20 Minuten vergangen. Ich habe weitergemacht. Wir haben hier hinten jetzt Dünger und Bakterienproduktion fertig. Der tote Algenmaschine ist da. Etc, etc, das läuft. Ich habe hier nochmal weiter gebastelt. Ich bin jetzt mal rübergegangen. Also hier ist eine Schießpulver, haben wir noch hingepackt. Das war günstig. Das war das letzte. Das ist echt nicht so teuer vom Rezept. Schwefel, Schwefel, Iridium ist jetzt chill. War schon komplett voll. Wir haben unendlich jetzt auch hiervon. Superlegierung habe ich jetzt von da drüben mal hier reingepackt, damit wir immer halt... Das bleibt einfach hier. Und das unser, wenn ich mal dringend was so brauche. Und hier haben wir dann nochmal eine neue Option. Und ich bin am Überlegen, Mutagen hier reinzupacken. Let's go. Jetzt wird hier Mutagen auf Doom gecraftet. Ich habe unendlich von dem Zeug jetzt. Denn ich habe Methan anliefern lassen. Das Methan ist ja hier vorne noch gewesen, bei diesem Gasextraktor beim Atomreaktor hier vorne, ja. Hier bin ich übrigens gerade am Überlegen, ob ich Angebote Wasserflaschen mache. Wir brauchen eine Wasserkiste oben. Ja. Hier wird mit Stickstoffkartusche. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding krieg. Das ist mir neu. Ich habe sonst Sauerstoffflasche gekriegt, aber Stickstoff kriege ich jetzt gerade zum ersten Mal. Liegt das daran, dass die Atmosphäre komplett fertig ist, dass ich auch Stickstoff sammeln kann? Von Stickstoff weiß ich noch gar nichts. Leute, da gehe ich nochmal zügig hoch und wir machen mal hier rein, Nachfrage, Stickstoff, Prio 1 und dann schreibe ich hier mal, ich habe das noch nicht. Das kommt, sagt mir der Chat, weil ich jetzt Fische machen kann. Fertiger Vorschlag, seitdem geben halt auch andere Maschinen jetzt immer wieder neue Ressourcen, die vorher nicht gegeben haben. Das ist halt äußerst crazy. Aber schon mal gut zu wissen, dann habe ich jetzt auch direkt Stickstoff oben reingetütet, wofür auch immer wir das dann brauchen. Weiß ich jetzt noch nicht, wahrscheinlich dann für Fischstuff und sowas. Aber das haut hin. Und Mutagen braucht jetzt ja hier nur, ne? Methankartuschen, die habe ich oben einsortiert. Das ist eine Kiste für. Die war daneben. Bakterienproben automatisiert. Die werden nachher getransportiert. Und Schwefel. Ich habe Mutagen auf Doom ebenfalls komplett fertig. Lass mal die Liste kurz durchgehen. Was haben wir denn alles? Wir haben Bakterien finished. Damit indirekt hat auch Algen logischerweise. Algen brauche ich. Algen brauche ich nur für Bakterien. Dünger und sowas. Für was anderes brauche ich die Algen, glaube ich, gar nicht. Das heißt, ich muss die gar nicht denn einlagern unbedingt. Ich habe da welche zur Not, aber ich muss die nicht einlagern. Wir stellen Dünger her. Automatisch, wir stellen Bakterien her. Und ah, hier sitzen jetzt die Auberginen. Okay. Als drittes Rezept Iridiumstäbe. Auch jetzt in Massen, weil da ein Fett produziert wird. Iridium, Uranstäbe fertig, automatisiert komplett. Haben wir unendlich von. Wir haben unendlich Schwarzpulver. Dann als nächstes, genau, Superlegierung jetzt hier reingepackt und Mutagen. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Sachen schon automatisiert. Ja gut, Drohnen weiß ich jetzt nicht, ob wir die unbedingt automatisiert brauchen. Wahrscheinlich ja. Ja, einfach alles gemacht. Über das Essen können wir uns streiten. Wahrscheinlich ist das Chillo machbarer durch Automatisierung jetzt. Das Honig hat mich immer genervt, weil ich es nochmal einsammeln musste. Dann würde ich die Bodenherstellung vielleicht, dass ich irgendwie noch in der Gegend ein Beet oder sowas mache oder weiter vorne bei der anderen Base. Dass wir nochmal so ein Beet auch hinballern. Eins für Pilze halt, ne? Pilze brauchen wir dann für hier Biokunststoff noch. Ah ja, für hier T3. Okay, okay, dafür brauchen wir die Stickstoff-Dingeteile. Machen wir. Übrigens, Leiterplatten habe ich gekriegt, ne? Als Rezept freigeschaltet zwischendrin, als ich eben hier am Bauen war. Und da brauche ich auch Stickstoff anscheinend. Ja, 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 ja. Und dafür brauchen wir auch wieder Biokunststoff. Aber wir können dann Leiterplatten auf Doom herstellen, Drohnen auf Doom. Ist es eigentlich eine Challenge, wenn ich versuche, so viele Drohnen hinzukriegen, dass mein Spiel irgendwann abstürzt? Ich kann mir sehr vorstellen, je mehr Drohnen du hast, je mehr Maschinen du am Laufen hast, irgendwann kackt alles ab. Aber sowas von. Da müssen wir mal gucken. Also das müssen wir jedenfalls auch automatisieren hier. Superliga. Das ist sogar eher noch chill gerade. Ich würde sogar sagen, das wäre so das Nächste, was ich noch machen würde. Ja, Stoffe können wir noch. Oh, ich wollte Seide annehmen. Ich habe Seide auf Senden geschickt von unserer anderen Geschichte hier. Warte mal ganz kurz. Ich kann Seide. Ich glaube, Stoff habe ich irgendwo noch chillig. Aber hier kann ich Nachfrage nach Seide. Priorität 1, besten Dank. Habe ich Stoff wohin gepackt? Ja, Stoff habe ich hier. Genau, ich kann es nicht herstellen. Stoff stelle ich dann unten her mit Seide und so. Das ist kein Problem. Und wir wollten gerade noch Raketen machen, ne? Dafür brauche ich einen Autocrafter. Und ich stelle das mal unten hin und schon haben wir hoffentlich genug Raketentriebwerke. Ich muss aber ganz dringend was trinken, schon wieder was essen wieder. Trinken geht so schnell runter. Das ist unfassbar. Und essen auch.
Am Anfang habe ich das Gefühl, das Trinken langsam unterging, aber... Check, dann stelle ich mir kurz den Stab her. Ich Trottel hätte ihn noch einfach drüben craften können. Ich habe doch den einen Autocrafter, der Super Lego gemacht hat, den jetzt freigestellt, dass er keine Super Lego mehr macht. Egal. Leute, wichtiges Item, was auch noch fertig ist zum automatisch craften. Fabrik, let's go. Wir machen Raketentriebwerke. Und boom. Die kommen rein. Und ich glaube, die würden auch durchlaufen, weil wir genug von allem haben. Hallo? Da kommt schon wieder was Dickes. Ah, warte mal. Hä? Der sieht mal ein bisschen anders aus. Was bist du denn für einer? Warte mal, haben wir so welche schon gehabt? Der ist ziemlich blau. Ist das Osmium? Ach Gott. Nö, nee, ich hab doch genug davon. Ich will schon mal wegschmeißen. Dann belassen wir es dabei. Ich würde aber sagen, die blaue Apokalypse ist über uns herangebrochen. Und wir haben 1, 2, 3, wir haben 8 Gegenstände automatisiert. Ich glaube, fürs Erste reicht das aber auch, ja? Absoluter Success, würde ich sagen, für heute. Oh, was fehlt denn da noch? Sind alle Iridiumstäbe schon aufgebraucht? Nee. Uran schon aufgebraucht? Superlegierung ist safe oben. Ich glaube, Uran ist aufgebraucht. Muss ich gerade mal gucken. Jetzt ist fertig. Das ist mir egal. Das Osmium hier. Leute. Osmium voll. Osmium komplett voll. Das Spitten war bald weggeschmissen. Nee. Ja, wir haben kein Uran. Gut, dann müssen wir halt auf Uran noch warten. Aber die wichtigsten Sachen haben wir. Gut. Ja, mit der Zeit sammelt es sich. Stäbe habe ich genug, deswegen wird erstmal kein Uran verbraucht. Es wird neues Uran rangekarrt. Stück für Stück kommen die Raketen drauf. Alles wunderbar. Perfekt. Okay. Nee, wir haben doch noch nicht fertig. Ich habe direkt was gesehen und gekriegt. Wir haben die 175 GTI. Das heißt, alle Rezepte vom Terraform-Index sind damit fertig. Das sieht so special aus, ist aber nur Osmium gerade. Das kommt zu spät hier. Ich bin schon viel weiter. Alle Ressourcen, Asteroiden und sowas, alles, das kam immer viel zu verspätet. Zu dem, wo ich es im Spiel gebraucht habe, also ich einfach durchgerusht bin. Oh mein Gott, ich bin noch auf 0,0%. Immer noch auf 0,0, das gibt's noch nicht. Wir haben aber Pulsar-Quarz fertig gekriegt. Wir können jetzt Leiterplatten irgendwie automatisch reinfiltern. Wir können Pulsar-Quarz machen, aber wo kriegen wir denn Pulsar-Quarz? Methan, Iridium, Zeolit, Osmium, oh, das geht ja noch. Das ist ja gar nicht mal so teuer wie gedacht. Da sind ja manche andere Dinge viel, viel teurer. Alles komplett easy. Ich kann eine Pulsar-Quarz-Anlage unten hinbauen. Ich muss mich aber darum kümmern, nochmal einen Zeolit-Extraktor zu bauen. Habe ich mich auch noch vorgedrückt. Das wird dann auch nochmal demnächst kommen. Aber ein wahnsinnig cooler Meilenstein. Wir haben die 175 GTI geschafft. Wir haben bei Kanon 70 gestartet oder sowas. Weit mehr als verdoppelt. Wir haben neue Sachen hier hingebaut. Neue Bohrmaschinen. Die Fabrik ist automatisiert. Es läuft einfach gerade. Es macht Bock. Die Drohnen gehen. Wir haben heute komplette Drohnen und Automatisierung abgeschlossen. Wahrscheinlich in mehrere Folgen aufgeteilt, aber absolut schöne Meilensteine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann, das Krachen. Ciao, ciao.